Hi, wir sind Jakob Grün und Maxine, hi. Und wir spielen jetzt Wahrheit oder Shot. Dreier mit einem Mann oder einer Frau? Mann oder einer Frau? Einer Frau. Wenn dein Sexleben ein wäre, welches Genre wäre es? Ich möchte jetzt nicht wirklich diesen Begriff. Oh Gott, ich Schatz, trink einfach. Ich muss trinken, Leute. Das dürft ihr auch nicht ausstrahlen, wenn ich darauf jetzt antworte. Schatz, Alter. An welchem verrückten Ort hättest du gerne mal Sex? Ich glaube, im Flugzeug ist die Vorstellung an sich ganz cool, aber es ist halt super unrealistisch. Kennt ihr den Film Türkisch für Anfänger? Da zeigen die das ja so im Abspann und das funktioniert rein faktisch nicht. Diese Kabine ist viel zu eng, jeder checkt das und die Toiletten haben jetzt auch nicht so den nicen Geruch. Wann hast du mich das letzte Mal belogen und warum? War das so schlimm, dass du mir das nicht sagen kannst? Oh Gott. Ah, herrlich. Fun Fact, wir haben noch nichts gegessen. Das ist also quasi mein Frühstück, Freunde. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Ha! Welchen von meinen Freunden findest du am attraktivsten? Das ist super gemein, aber. Wie ihr seht, Jakob ist blond, hat blaue Augen. Alle von Jakobs Freunden haben so einen südländischen Touch. Aber ich muss ja jetzt wahrscheinlich einen Namen nennen. Aber ich würde jetzt mein Honey einfach nehmen. Das ist eine absolute safe Antwort. Nenne eine Sache, die du aus einer früheren Beziehung vermisst. Boah, Alter. Okay, gut. Reden wir dann später noch mal privat drüber. Du wirst trinken. Nimm mal einen Zettel. Schütt dir erstmal ein, du wirst trinken. Okay. Wie viele Sexpartner hattest du schon? Okay. Was ist das Unangenehmste, was dir in unserer Beziehung passiert ist? Ich weiß es nicht. Boah, shit, das will ich aber nicht sagen. Oh. Ich hab gefurzt, okay. Aber das erste Mal, also so jetzt habe ich damit kein Problem, jetzt ist es nicht schlimm. So. Das erste Mal ist immer ein bisschen krass unangenehm. Was ist eine Eigenschaft, die dich an mir am meisten stört? Du bist relativ stur manchmal. Echt? Wenn du eine Meinung hast, dann lässt du dich erstmal nicht davon abbringen. Okay. Welche Ansicht, Meinung von mir teilst du überhaupt nicht? Jakob ist manchmal Menschen gegenüber ein bisschen vorsichtiger, als ich es bin. Also ich habe da eher so eine positive Naivität. Ich glaube, da sind wir relativ unterschiedlich, dass Jakob dann sich das erstmal ganz genau anguckt, währenddessen ich dann manchmal ein offenes Buch zu schnell bei Leuten bin. Was? Nenne eine TikTokerin, mit der du gerne schlafen würdest. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt Maxine, genau Maxine sagen soll, aber nee. Wollen wir werden warm. Wäre nicht in einer glücklichen Beziehung, wenn es da irgendwen geben würde. Gute Antwort? Ist okay. Wer ist schlauer, du oder ich? Dafür musst du nicht trinken, Schatz. Vielleicht schon. Obwohl. Es gibt halt verschiedene Intelligenzbereiche. Ja. Emotionale Intelligenz würde ich nicht mal klar vorne sehen. Genau. Mhm. Machen wir einfach weiter. Bist du schon mal heimlich an das Handy von mir gegangen? Nee, ganz am Anfang, bevor wir zusammen waren, hat Jakob mal seinen Laptop bei mir gelassen. Da habe ich eventuell einmal ganz kurz reingeguckt, ob er noch mit anderen Frauen schreibt, einfach nur, um zu checken, wie ernst die Lage gerade ist. What? Aber war alles gut. Maxi hat absolut gar nichts getrunken. Es war schön, Freunde. Cheers. Cheers. Jetzt muss ich da. Wir waren Jakob und Maxine und wir waren bei, wisst ihr noch, bei Wahrheit oder Shot. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ach, ihr habt das Video bis zu Ende geguckt. Wunderbar, dann lasst doch ein Abo da. Hier oben klicken und hier für weitere Videos einfach drauf. Immer draufklicken. Bis dann.